Ich muss durch. Ja, das ist unglaublich. Ja, danke, Max. Machst du bitte noch die Schiebetür zu? Unfassbar. Hallo, hallo, meine Lieben. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ach, warte. Meine Lieben, das ist so typisch Max, ne? Also, herzlich willkommen zu diesem Video. Es gibt ein Herbstfavoriten-Video für euch. Das war mal eine etwas andere Begrüßung. Typisch Max. Hallo, hallo, meine Lieben. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute gibt es ein Herbstfavoriten-Video für euch. Beziehungsweise ich zeige euch die Sachen, die ich gerade eben beim DM gekauft habe. Da sind auch für den Herbst ein paar tolle Inspirationen dabei. Ich habe auch einen Dupe gefunden, ja, zu diesem Nagellack, den ich mir eben extra gekauft habe. Ich hatte Lust auf neuen Nagellack und neuen Lippenstift. Die Sachen zeige ich euch jetzt in diesem Video. Vielleicht ist eine kleine Inspiration für euch dabei. Und ich würde sagen, wir starten durch und ich wünsche euch ganz viel Spaß. Los geht's! Ja, meine Lieben, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich mag den Herbst super gerne. Das ist so eine schöne Jahreszeit. Die Farben, die Natur, dieses Schauspiel, was sich da so alles verändert. Die Kastanien, die Blätter. Also ich mag es wirklich sehr, sehr gerne. Und für mich gibt es eigentlich kein schlechtes Wetter. Es gibt nur schlechte Kleidung. Und ich mache es tatsächlich so, auch jetzt mal so als Inspiration für euch, dass ich meine Kleidchen, meine Röcke, die ich eigentlich so im Sommer trage, nicht komplett wegpacke, sondern die dann eben anders kombiniere. Also sprich, ich ziehe mir einfach eine dicke Strumpfhose an, ziehe mir grobe Schuhe an und einen dicken Pulli. Dann natürlich ein Schal und eine schöne warme Jacke. Ja, und dann ist man eben auch für den Herbst ready to go, für den Spielplatz, für die Stadt, zum Einkaufen, was auch immer. Und ihr müsst nicht unbedingt eure ganze Sommerkleidung wegpacken. Vielleicht eben auch als Inspiration für euch. Und ansonsten verändert sich natürlich auch die Haut bzw. meine Hautpflege. Denn klar, draußen ist es jetzt dann kalt, dann kommt man vom Kalten ins Warme, die Heizungsluft und so weiter. Und da versuche ich das Ganze schon anzupassen. Auch mein Make-up kann ich euch auch gleich zeigen. Normalerweise verwende ich ja super gerne meine Bourjois Healthy Mix Foundation. Allerdings habe ich jetzt meine Lancôme Foundation rausgeholt. Die wird es dann jetzt wieder des Öfteren sein. Oder eben hier diese von Estee Lauder, meine Double Wear Foundation. Die habe ich jetzt allerdings schon eine ganze Weile. Also da scheint nichts dran zu sein, aber da muss man natürlich auch ein bisschen aufpassen, denn auch Foundation kippt. Die ist eben nur anders von der Konsistenz. Die ist dicker und für den Sommer brauche ich sowas nicht. Da ist man ja auch schön gebräunt und im Herbst, Winter, ja, verändert sich dann bei mir eben auch die Foundation. Ich habe meine Hautpflege dahingehend ein bisschen verändert, dass ich noch eine zusätzliche Creme mit reingenommen habe, eben für die Nacht speziell, denn die Haut braucht jetzt einfach eine andere Pflege. Und ich hatte euch ja schon des Öfteren meine Beauty Mates Produkte gezeigt. Da hat sich jetzt nichts geändert an den Produkten an sich, die ich verwende, nur das Packaging hat sich verändert. Ich hatte euch in meinem Vlog auch gezeigt, dass wieder neue Produkte bei mir eingetrudelt sind, weil ich sie auch fleißig aufbrauche. Ich habe jetzt hier im Set einmal meine Hyaluron Boost Cream und meine Hyaluron Lift Cream. Es ist so, dass die Lift Cream eher für die anspruchsvollere Haut geeignet ist, für die reifere Haut. Da sind keine Parabene, kein Parfüm drin. Es ist vegan, tierversuchsfrei. Es ist ein kleines bayerisches Unternehmen. Das unterstütze ich sehr, sehr gerne. Ja, wir Bayern, wir müssen zusammenhalten. Ich habe euch die Produkte schon so oft gezeigt. Als Duo, wenn ihr das im Set eben kauft, ist es günstiger. Schaut euch da sehr, sehr gerne mal um. Da gibt es auch einen Set-Konfigurator. Da könnt ihr eben anhand eurer Hautbedürfnisse alles aussuchen und euch dann auch einen Booster zum Beispiel dazu aussuchen, je nachdem, was eure Haut eben braucht. Ich kann euch auch noch diesen Augenlifting-Booster empfehlen. Der ist der absolute Wahnsinn, wirklich. Ich packe den einfach in den Kühlschrank und das ist so ein schöner und wohltuender, frischer Kick hier, gerade diese Augenpartie, die ja sehr sensibel, sagt man es mal so, ist. Es ist ja so, die Haut ist hier viel, viel dünner und die Fältchen lassen grüßen und deshalb verwende ich den sehr, sehr gerne. Den könnt ihr zum Beispiel auch als Kur verwenden, eine 14-Tage-Kur könnt ihr da machen oder ihr mischt euch das Ganze eben mit in eure Tages- oder Nachtpflege. Da ist so eine Pipette dabei, schaut, und dann könnt ihr das einfach mit reinmischen. Ich verteile das dann hier in meiner Handinnenfläche und trage das dann eben auf.
Bei dem Augenlifting Booster ist es übrigens auch so, dass er dunkle Augenringe entfernt, Tränensäcke, es wirkt abschwellend, es ist eben erfrischend und wohltuend zugleich. Bei dieser Hyaluron Boost Cream ist es so, dass sie mir unglaublich viel Feuchtigkeit spendet. Die polstert die Haut so richtig schön auf, also es ist wirklich unfassbar. Ich liebe, liebe, liebe die Produkte, weil ich einfach einen totalen Unterschied merke. Mir geht es danach gut und ich schaue einfach, ja, welchen Anspruch hat jetzt gerade meine Haut? Also hatte ich einen stressigen Tag, habe ich wenig geschlafen, war es ultra kalt draußen, habe ich irgendwo trockene Stellen und danach passe ich es dann eben an und entscheide mich dann eben für die eine oder für die andere Creme. Schaut euch da bitte sehr, sehr gerne mal um. Ich habe übrigens auch noch einen Rabattcode. Ich hoffe, dass der noch gültig ist. Ich würde euch den jetzt einfach mal hier reinschreiben. 20% ist eine ganze Menge Geld. Ich freue mich da, dass ihr da sparen könnt. Schaut dazu auch gerne mal unten in die Infobox. Ich packe euch alle Links rein und da würde ich euch ganz viel Spaß. Wie gesagt, ich liebe, liebe, liebe meine Produkte von Beauty Mates und wollte euch sehr, sehr gerne heute in meinem Herbstfavoritenvideo eben zeigen, weil ich, wie gesagt, da eben meine Pflege auch verändere, so wie meine Foundation oder eben auch meine Pflege für die Haare und so weiter. Ja, ansonsten verändert sich natürlich auch die Deko im Haus, aber da muss ich zugeben, dass es bei mir nicht so krass ist, weil ich einfach finde, dass diese Spanne zwischen Herbst und Winter, also dann Weihnachten, ja, sehr kurz ist, also diese Spanne. Und deshalb übertreibe ich es nicht. Ich kaufe auch nicht so viel. Ich habe jetzt hier mal mein Pampasgras dekoriert. Ja, ich habe den Hype jetzt auch endlich mal gecheckt. Ich suche allerdings noch nach einer schönen Vase. Bei Leonardo auch tatsächlich eine schöne Keramikvase entdeckt. Allerdings ist die so ultra teuer. Ich muss mal gucken. Ja, weil die Vasen, die ich habe, sind sehr bauchig. Und für Pampasgras brauchst du ja oben quasi eine schmale Vase, ne? So wie die, aber die finde ich passt einfach nicht zum Herbst. Vielleicht kaufe ich mir die noch bei Leonardo. Ich habe da ja auch noch einen Rabattcode über 10%, der ist das ganze Jahr gültig. Keine Produktplatzierung, aber vielleicht gefällt euch ja auch das ein oder andere Produkt. Ihr werdet es auf jeden Fall mitbekommen, wenn ich mir dann endlich die Vase gekauft habe, die ich mir ausgesucht habe. Mal schauen. Jedenfalls blende ich euch jetzt mal ein bisschen Deko ein, die ich heute beim Blumenladen entdeckt habe. Hat mir auch sehr gut gefallen. Ich habe ein bisschen was gekauft, aber wirklich nicht viel. Es ist schon eher an Weihnachten angelehnt. Aber ich habe beim Blumenladen auch noch diese Blume hier gekauft. Ich habe gar keine Ahnung, wie sie heißt. Sie wird mit Sicherheit einen Namen haben und ihr wisst den ganz bestimmt. Und dazu habe ich mir eben auch diesen Apfel gekauft bei DM. Der sieht so aus. Ich fand den ultra schön. Der kostet 3,45 Euro und meine weihnachtliche Deko, die ist ja auch eher so in einem Rosaton gewesen im letzten Jahr. Also der Adventskranz. Und deshalb dachte ich, passt es dann ganz gut dazu, kann ich ja jetzt schon hinstellen, hier mit diesem Bäumchen, der hat 3,75 Euro gekostet und diese Kerze eben auch passend dazu, 2,95 Euro. Und wenn ich jetzt eben noch ein paar Kastanien und ein paar schöne Blätter dazu packe, finde ich, kann man das schon auch als Herbstdeko sehen. Jo, ansonsten kommen wir jetzt zum Dupe. Oh mein Gott, ich freue mich so, wie gesagt, also ich finde nie Dupes, ne? Aber jetzt bin ich richtig stolz auf mich. Ich habe Nagellack gekauft. Ich bin ja eigentlich auch wegen Nagellack zum DM gerannt. Also, ich habe zum einen gekauft den hier, den ich jetzt gerade trage, der aber gerade verschwunden ist. Wo ist er? Ah, da ist er ja. Okay, das war der Booster. Also, hier ist der Nagellack von Essie. Ich finde den so, so schön, aber ich finde die Essie-Nagellacke ja immer so ultra teuer. Wicked nennt er sich für 7,95 Euro. Der sieht jetzt so aus, eben hier auf meinen Nägeln. Und jetzt Achtung, jetzt kommt das Dupe dazu. Von Catrice, 5 Euro günstiger, die 36 Ready to Grape Off. Der sieht so aus, aber jetzt kann man hier den Dupe gar nicht so gut erkennen. Aber wenn ich es euch hier zeige, könnt ihr es ganz gut erkennen. Also einmal und zweimal. Und ich kann sie nicht auseinanderhalten. Ich weiß jetzt nicht, welcher welcher ist. Auch sehr schlau von mir. Aber man kann doch gar keinen Unterschied erkennen. Hier, den habe ich mir auch noch gekauft. Und zwar ist es dieser hier. Auch von Catrice. Und der nennt sich 101 Berry Mary. Hat mir eben auch sehr gut gefallen für den Herbst. Und ansonsten habe ich mir noch zwei Lippenstifte gekauft. Die haben mich auch irgendwie total angelacht. Einmal von Trend It Up. Die 045. Zeige ich euch. Ich swatche euch den einfach mal, damit ihr das erkennen könnt. Die sind eben sehr, sehr cremig und das ist ein richtig, richtig schöner
bäriger Herbstton hat mir eben auch sehr gut gefallen. Und dann habe ich mir noch einen von Manhattan mitgenommen. Der hat mir tatsächlich einen Ticken besser gefallen, aber der war auch um einiges teurer. Der hat über 5 Euro gekostet. Ja, 5,95 Euro. Und das ist natürlich schon ein großer Unterschied, aber der riecht so, so gut. Ich kann es gar nicht definieren, nach was er riecht, aber wenn ihr mal beim DM seid, dann schnuppert mal dran. Ja, das ist eben der hier auch ein richtig schöner, bäriger Farbton. Und ich habe mich hier auch voll gemalt. Also ihr könnt den Unterschied ganz gut erkennen. Den trage ich eben heute auch, fand ich eben passend zum Video. Ja, den Lippenstift hat uns die Tara geschenkt. Jeder von uns hatte einen auf seinem Platz. Der ist von Givenchy. Die Verpackung ist der absolute Wahnsinn und der ist so, so cremig. Die 27 Rouge Infuse. Dieser Auftrag, das ist der Wahnsinn wirklich. So, das ist er. Sieht jetzt nicht so fresh aus, ne? Meine Swatches für euch. Ja, sieht man, dass ich das voll oft mache in der Kamera, nämlich nicht mehr so oft. Ja, jedenfalls fand ich den auch sehr, sehr schön und sehr passend für den Herbst. Ist jetzt natürlich eine andere Preiskategorie, muss man eben auch dazu sagen. Von meinem Schatz Tara, auch unerlässlich jetzt für den Herbst, die Bridal Eyes Palette. Unser DM hat sie jetzt tatsächlich auch gehabt. Heute, yay, heute habe ich den Aufsteller entdeckt. Wurde ja mal Zeit, ne? Also, diese Töne hier eben passend für den Herbst. Hier diese beiden, richtig, richtig schön. Wenn man dann abends ausgeht, kann man das Ganze dann hier noch ein bisschen aufpimpen. Mit dem Farbton zum Beispiel hier für unter die Augenbraue das Ganze schön ein bisschen liften. Auf jeden Fall liebe ich diese Palette hier für den Herbst. Ein absolutes Must-Have. Mein Bronzer wird sich jetzt auch verändern. Ich habe mir nämlich heute diesen hier von Catrice gekauft. Eigentlich verwende ich ja immer den, ne? Den habe ich aber auch schon 100.000 Jahre und den werde ich gefühlt für mein ganzes Leben noch haben. Und werde ihn dann auch vererben. Nein, Spaß beiseite. Ich habe mir jetzt den gekauft, weil ich den passender zum Herbst finde. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich glaube, 4,95 Euro hat er gekostet oder 4,45 Euro. Bin mir jetzt gar nicht sicher. Auf jeden Fall richtig, richtig schöne Töne. Ganz, ganz schöner Blush ist mit dabei. Ich hoffe, dass ihr es erkennen könnt. Ja, musste unbedingt mit, weil ich jetzt eben, wie gesagt, mein Make-up auch verändern werde. Ja, ansonsten habe ich noch von Balea diese Cremedusche hier mitgenommen, eben nach dem Duschen, wie das Wort schon sagt, Cremedusche. Da ist einfach mehr, ja, mehr Pflege enthalten, mehr Feuchtigkeit und deshalb habe ich es mitgenommen. Das war sehr günstig, ich glaube 95 Cent und das wollte ich auch mal ausprobieren. Das ist ganz, ganz neu von Kneipp. So sieht das aus. Ich glaube, 2,95 Euro habe ich dafür bezahlt. Ganz, ganz lecker riecht das. Schnuppert einfach mal dran bei DM. Vielleicht steht er ja auch auf diese Duftrichtung. Eben auch passend zum Herbst. Schön in der Badewanne sich entspannen und das eben mit guten Düften passt eben zum Herbst. Ansonsten wollte ich euch noch, schaut mal, ich habe mir das extra als Erinnerung noch hierher gelegt. Ich wollte euch noch daran erinnern, dass man viele Vitamine jetzt am besten zu sich nimmt in Form von gesundem Obst und Gemüse. Und ich werde jetzt wieder vermehrt frische Säfte pressen mit meinem Gerätchen. Habe ich jetzt die letzten Wochen ein bisschen, ja, also es hat nachgelassen, ne? Sagen wir es mal so. Aber jetzt brauchen wir wieder viel Vitamin C und andere Vitamine und deshalb möchte ich wieder schön leckere, frische Säfte für meine Kinder zubereiten. Dazu habe ich mir diese Maschine bei Real gekauft. Das ist allerdings schon einige Monate her. Ich glaube im Februar oder März. Lasst mich nicht lügen. Auf jeden Fall liebe ich diese Maschine. Und hier, das hätte ich euch jetzt fast vorenthalten, dieses Schätzchen hier ist, glaube ich, mal in meinen Favoriten gewesen. Hier dieser Bronzer. Den habe ich jetzt wieder rausgeholt, weil ich den ultra gerne mag. Vor allen Dingen in der Lidfalte, um den Lidschatten zu verblenden. Bevor ich die Lidschattenpalette von der Tara hatte, da habe ich den schon verwendet. Also den habe ich ja bestimmt schon 1,5 Jahre oder 2. Und ich finde, gerade Bronzer macht im Herbst, Winter viel aus. Klar, weil wir sind anders gebräunt und da ist so ein Bronzer nicht verkehrt. Und deshalb werde ich wieder den verwenden von Thoties. Bronzing Powder. Das Französische spreche ich am besten nicht aus. So sieht das Ganze aus.
Ja, und hier noch eine Maske, die ich mir bei DM gekauft habe. Wobei ich ehrlich sagen muss, dass das nicht so wirklich zu meinen Herbstfavoriten zählt, weil ich ja das ganze Jahr über sehr, sehr gerne Masken trage. Aber ich wollte es euch nicht vorenthalten. Die habe ich mir eben heute noch mitgenommen. Die Hydrogel-Gesichtsmaske. So sieht sie aus. Die habe ich noch nie verwendet. Werde ich euch berichten, wie ich sie finde. Ich bin sehr gespannt. Das war es soweit von meinem Herbst-Favoriten-Video. Vielleicht war das ein oder andere Produkt für euch dabei und ihr sagt euch, hey, das muss ich mir ein bisschen näher anschauen. Geht mal zu DM, die haben wirklich richtig schöne Deko jetzt. Ansonsten Lippenstifte und Nagellack können wir ja immer gebrauchen. Nein, eigentlich haben wir ja alle genug davon, aber es ist ein schönes Gefühl, einfach mal eine neue Farbe drauf zu pinseln. Ja, meine Lieben, schaut gerne bei Beautymates auch vorbei. Wie gesagt, alle Infos dazu unten in der Infobox. Und dann wünsche ich euch jetzt einen wunderschönen Tag oder Abend. Lasst es euch gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss! Ach übrigens, zum Pampasgras gibt es noch eine lustige Geschichte. Geschichte des Tages erzähle ich jetzt einfach mal hier auf YouTube. Und zwar habe ich ja null den grünen Daumen, null. Und der Liam war auf dem Trampolin. Ich habe ihn beobachtet und dann schaue ich so nach links und sehe plötzlich einen riesen Strauch. Keine Ahnung, wie sich diese Pflanze genau nennt. Auf jeden Fall war es Pampasgras. Also nennt man das dann Strauch? Keine Ahnung. Ihr merkt, ich habe keinen grünen Daumen und ich denke mir, oh mein Gott, ich habe Pampasgras in meinem Garten, obwohl ich nichts daran gemacht habe. Ja. Und dann habe ich ganz viel abgeschnitten. Ich habe meinen Mädels was davon geschenkt. Ich habe verlost auf Instagram, hört sich bescheuert an, aber viele von euch haben sich das eben gewünscht und ich habe genug, warum soll ich dann nicht noch anderen eine Freude bereiten? Es ist noch ganz schön viel draußen und ja, hier jetzt eben auch. Ja, der Hype hat mich. So viel zur Geschichte des Tages. Also, macht's gut. Tschüss!